Einen wunderschönen guten Abend, ganz herzlich willkommen bei Das. Wetten, dass auch Sie wild getanzt haben zu Ihren Liedern damals oder zumindest haben Sie mitgesungen. Sandra Cretu 2007, Schluss mit lustig. Ab nun will die Sängerin ihren eigenen Weg gehen. Nie wieder Popsternchen. Produzieren ohne Ehemann Michael Cretu. Verzicht auf Gold und Platin? Ihre neue Platte, eine Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit. Ballast abwerfen, sich endlich frei fühlen. Sandra Cretu auf neuen Pfaden. Sandra Cretu, herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Guten Abend. Sie haben gerade so ein bisschen kritisch geguckt. Das klang so ein bisschen nach einem Krimi, ne? Grad ja, ganz ehrlich, ich war ein bisschen erstaunt. Was Sie alles vorhaben, darüber reden wir noch. Ja. Erstmal eine kleine Rückblende. Wie oft passiert es heute, dass Sie erkannt werden und sofort angesprochen werden als Sandra? Gott sei Dank in Deutschland nicht so oft. Ich kann mich wirklich hier frei bewegen und frei überall in jeder Großstadt rumlaufen und auch Shopping machen, ohne dass... Okay, es stehen dann, willst du nicht die Sandra, kann ich ein Autogramm haben, die habe ich immer dabei und das ist kein Problem. Aber es gab auch andere Zeiten, warum ich eigentlich Deutschland damals verlassen habe. Eben, ich meine, in dieser Zeit, als Sie diese Riesenhits hatten, konnten Sie überhaupt ohne Bodyguards aus dem Haus gehen damals? Ach, ich halte eigentlich überhaupt nichts von Bodyguards in dem Sinne, dass man wirklich einen Bodyguard vor der Tür stehen hat. Wir leben nicht in Amerika, wir leben in Deutschland. Ich wollte eben ein ganz normales Leben führen. Und, aber dann gab es doch schon Zeiten, wo mir die Fans im Garten geschlafen haben. Und dann habe ich mich entschlossen, doch das Land zu verlassen. Und dann haben wir uns ein Ferienhaus gekauft in Spanien, auf Ibiza. Und haben uns so verliebt in diese Insel, dass wir gesagt haben, wir bleiben ganz einfach hier. Haben Ihnen die Fans das damals eigentlich ein bisschen übel genommen, dass Sie geflohen sind? Nein. Es war nicht unbedingt als Flucht zu sehen. Es hat sich so ergeben. Ich fühlte mich sehr wohl. Als ich da ankam auf Ibiza, es war ja eine andere Luft, immer Sonne und ich bin so eine Frierlese und muss wirklich sagen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, konnte da sehr kreativ denken, konnte mich auf meine Sache, auf das Wesentliche konzentrieren, denn ich war sehr viel unterwegs damals und hatte mich entschlossen, doch immer wieder, wenn ich diese Insel verlassen musste, mit Wehmut, immer wieder dachte ich, hoffentlich bin ich bald wieder zurück, denn ich musste sehr viel Promotion machen auf der ganzen Welt und ich war aber immer wieder froh, wenn ich nachher zu Hause war, um abzuschalten. Das ist wichtig. Ich glaube, das braucht jeder Mensch. Mhm. Und wenn es dann auf Ibiza ist, ist es ja nicht die schlechteste Art abzuschalten. Sandra, Herr Oetker hat eben gesagt, haben wir gehört, Sparsamkeit hat man oder man hat sie nicht. Das ist einem praktisch, hat man im Blut. Wo würden Sie sich da einordnen? Ja, wie soll ich das ausdrücken? Höhen und Tiefen erlebt man immer wieder. Und man lernt ganz früh auf dem Boden zu bleiben mit sehr viel Erfolg und sehr viel Misserfolg. Und so lernt man es mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Und wenn man das nicht ganz, ganz, ganz früh schon lernt, dann hat man verloren. Aber die Versuchung ist ja wahrscheinlich zeitweise auch groß dann, oder? Wenn man so auf dem Gipfel des Erfolgs ist, dann auch zu sagen, ich schmeiß es mit beiden Händen raus, das Geld, ne? Nein, das kann man so auch nicht sagen. Ich meine, auf dem Gipfel des Erfolges, also ich sehe das von meiner Art her ganz anders, als ich auf dem Gipfel meines Erfolges war. Mit 33 Jahren wurde ich schwanger, bekam Zwillinge und habe gesagt, auf zwei Hochzeiten kann ich nicht tanzen. Jetzt kümmere ich mich nur noch um meine Söhne. Und habe absolut, obwohl ich high, also top in den Charts war, habe ich mich dafür entschieden, mich nur noch um meine Kinder zu kümmern, weil es waren Wunschkinder. Und habe einfach ganz einfach aufgehört. Man muss auch ein bisschen mitbedenken, seit meinem 16. Lebensjahr war ich ständig unterwegs. Habe nur aus dem Koffer gelebt, praktisch bis zu meinem 33. Lebensjahr. Und irgendwann war es dann mal genug. Ja, und die Söhne danken es Ihnen wahrscheinlich, dass Sie das so gemacht haben. Ja, ganz bestimmt, ja. Jetzt 11. Sandra, wie kam das eigentlich damals? Wie wurden Sie entdeckt? Wie sind Sie Michael Cretu begegnet? Entdeckt wurde ich schon ein paar Jahre vor Michael Cretu, indem ich mich da selber auf die Bühne gestellt habe bei einem Nachwuchswettbewerb und dem DJ einfach eine Schallplatte in die Hand gedrückt habe und habe gesagt, ich möchte jetzt singen und das bei einem Kindersong-Festival. Also das heißt, Sie waren sehr selbstbewusst in dem Alter schon? Ja, auf jeden Fall. Ich wusste schon sehr früh, was ich wollte und habe diesen Song-Contest gewonnen. Und dann mit 16 ging es weiter mit Arabesque, mit einer Band, mit der ich über 7 Millionen Schallplatten in Japan verkauft habe.
und sehr viel in Japan war. Mhm. Wie kam das, dass das in Japan so erfolgreich war? Das weiß ich bis heute nicht. Es war, also wir waren auf dem Standard von ABBA, also wenn wir da ankamen, wir waren die Superstars. Ich habe also seit meinem 16. Lebensjahr, ich glaube, ich war 12 Mal bisher in Tokio und überhaupt in, ich kenne Japan in- und auswendig. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Warum das so war, weiß ich nicht. Die Fans standen, glaube ich, auf meine hohe Stimme. Mhm. Das ist ja ein sehr verspieltes Volk. Ich weiß auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, man kann sich sowas nicht direkt erklären damals. Zumindest konnte ich es mir nicht genau erklären. Und dann kam Michael Cretu. Und Michael hat damals im Studio für mich Keyboard gespielt, also für unsere Band. Also auch für die Schallplatte, war er Studiomusiker. Und sein Hund hat mich sehr interessiert, sein Chow Chow. Mit dem bin ich immer Gassi gegangen, während er gespielt hat. Und irgendwann kam er mal mit auf eine Japan-Tournee, weil da waren 30 Mann Orchester und von Japanern und 5 eigene Musiker waren immer mit dabei. Ja. Weil das waren sehr große Konzerthallen, die wirklich 40.000 Leute füllten. Und da war also die Hauptband, diese 5 Leute, waren immer sehr wichtig. Und einmal war er mit dabei und dann haben wir uns verliebt. Das war 1982. Und 1985 war dann der große, also der Hit, den die meisten, glaube ich, mit Ihnen auf Anhieb verbinden, nämlich Maria Magdalena. Ja. Und da gucken wir mal kurz rein. Also, ich könnte sofort aufspringen und tanzen. Dazu machen wir natürlich nicht, das ist jetzt peinlich im Fernsehen. Aber singen Sie das noch manchmal, wenn Sie irgendwo auftreten auf Galas? Auf meinen Galakonzerten. Ohne Maria Magdalena existiert Sandra nicht. Das schreit danach. Und das wird mich auch mein Leben lang verfolgen. Und also im positiven Sinne. Und natürlich werde ich das auch immer wieder in meinem Programm haben, wie auch andere Hits wie In the Heat of the Night, Everlasting Love oder was weiß ich noch alles. Über die neue Sandra reden wir ja noch, über ihre neue CD. Das Styling, das muss ich noch wissen, dieses wirklich ausgefallene Styling. Waren Sie dafür selber verantwortlich damals? Ja, total, ja. Heiß, ja, wirklich. Ich habe den Schmuck selber kreiert, ich habe meine Klamotten selber geschneidert. Nicht immer, aber hauptsächlich und... ja, da war ich noch ziemlich verrückt zu diesem Zeitpunkt. War eine gute Zeit, die 80er. Ja. Brötchen, Frühstücksei, Zeitung, für viele Menschen unverzichtbar. Sandra, gab es denn auch eine Zeit, in der Sie mal gejobbt haben, in der Sie mal Geld anders verdienen mussten als mit Singen? Oder ging das eigentlich von Anfang an gut, dass man davon leben konnte? Meine erste Single habe ich gemacht, da war ich 12 Jahre alt, dann habe ich meinen Schulabschluss gemacht und dann ging es gleich los mit Arabesque, da war ich 16. Und bin gleich nach Frankfurt und also gejobbt kann ich sagen, ja, ich bin sehr viel in Diskotheken aufgetreten, 2 in der Nacht, seit meinem 16. Lebensjahr, damit ich überhaupt meine Miete in Frankfurt zahlen konnte. Also 3 Jobs musste ich haben, mindestens im Monat, sonst hätte ich sie nicht zahlen können. Also, was haben Ihre Eltern dazu gesagt, dass es so früh losging? Manche Eltern erträumen sich ja doch eine andere Karriere als so von klein auf Gesang und Diskotheken. Ja, ich muss sagen, also ich habe meinen Eltern gedroht. Ich habe gesagt, wenn ihr mir meinen Traum nicht in Erfüllung bringt, indem ihr mich jetzt nicht laufen lasst und das machen lasst mit Arabesque, dann werde ich nie wieder mit euch sprechen, mein Leben lang. Und sie haben es zugelassen, denn ich war ja erst mit 18 Jahren überhaupt vertragspflichtig. Und sie haben gesagt, okay, wir vertrauen dir, wir wissen, du wirst es packen. Und haben das dann zugelassen. Ich war aber auch in sehr guten Händen. Also ich hatte sehr gute Leute, die auf mich aufgepasst haben, dass es mir gut geht, in einer guten Gegend wohne. Und ich hatte mich immer sehr wohl gefühlt. Also ich, da war also überhaupt nicht irgendwie auch nur daran zu denken, dass ich irgendwie abrutschen könnte. Und außerdem war ich viel zu schüchtern zu diesem Zeitpunkt, dass ich irgendwo, ich bin nie ausgegangen und es hat mich alles nicht interessiert. Nur das eine, meine Musik. Was würden Sie denn sagen, wenn einer Ihrer Söhne, die ja nun 11 sind, ankommen würde mit 12 und sagen würde, so Mama, also jetzt damit mal eins klar ist, ich rede kein Wort mehr mit dir, wenn du mich jetzt nicht als Musiker Karriere machen lässt. Ach, mit 12 habe ich es ja meinen Eltern noch nicht gesagt, da wusste ich das schon, was meine Jungs sind noch nicht so weit, um genau zu wissen, was sie wollen. Nikita spielt schon sehr gut Schlagzeug, Sebastian ganz gut Gitarre und Nikita auch ein bisschen Gitarre und es geht immer so ein bisschen hin und her und die sind heutzutage, sie gehen auf dem
English International School und es ist ein bisschen schwierig. Also es, alle drei Wochen haben sie eine andere Idee. Das schwankt noch ein bisschen. Na gut, ich glaube, dass es bei Jungs ein bisschen anders ist wie bei Mädchen. Ich wusste von vornherein, weil ich seit meinem vierten Lebensjahr Bühnenerfahrung habe, durch mein Ballett, was ich gemacht habe und für mich eigentlich immer feststand, was ich machen wollte. Wir haben jetzt auch ein paar ganz interessante Jungs. Oder? Bis die Stimmbänder schlackern und die Zunge verknotet, American Beat poppt im Osten. Also wir sind begeistert. Ne? Super. Kannten Sie das? Ja, ich habe das schon mal gehört. Also meine Kinder haben schon mal damit begonnen. Und ich muss sagen, ich fand das super. Ich fand das super. Aber ich kenne es eigentlich ohne Mikrofon, aber dass es so gut klingt. Also die waren schon sehr gut, die Jungs. Ja, da können Sie sich vorstellen, dass man damit daraus eine ganze CD macht? Ja, natürlich, ne? Klar. Ja, Sie haben ja nur Erfahrung, ja, wenn Sie ja, das sagen. Ja, absolut. Apropos CD, ja, so sieht es aus, das neue Baby von Sandra, The Art of Love. Was ist jetzt daran anders? Also das ist ja, Sie gehen ja schon neue Wege mit dieser Produktion. Es erscheint, ja, ist noch gar nicht erschienen, am 26. kommt es erst raus. Was daran anders ist, ist, zum ersten Mal habe ich das Album selber mitproduziert und komponiert und habe meine Texte selber geschrieben. Sinead O'Connor hat einen Song für mich geschrieben. Sinead O'Connor, immerhin, ja, Weltstar. Ja, und die ich sehr verehre, Björk verehre ich auch sehr. Und Steinberg der, und Winston, also das sind diese Leute, die auch Time After Time geschrieben haben von Cyndi Lauper und Melanie C, haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, wir hätten auch Interesse daran, irgendwas für dich zu machen. Und Jens Gatt, mein neuer Produzent, das ist übrigens, war also lange Jahre die rechte Hand von Michael, also er hat 10 Jahre lang mit Michael gearbeitet und hat auch 2 Alben von mir synchronisiert, gehört praktisch zur Familie, ist für mich wie ein Bruder, hat inzwischen sein eigenes Studio auf Ibiza und ich habe mich mit ihm zusammengesetzt. Michael war so busy zu diesem Zeitpunkt, dass er gesagt hat, ich habe im Moment einfach keine Zeit. Denn irgendwann kam ein Manager zu mir und sagte, Sandra, ich kann mich nicht mehr retten vor Anfragen. Jeder möchte ein neues Album von dir haben. Bist du jetzt bereit oder nicht? Sage ich, okay. Kiddies gehen in die Schule bis 16 Uhr, 17 Uhr. Nach Homework und so hätte ich eigentlich Zeit. Und dann habe ich mich dann für den Jens entschieden. Und wer A sagt, sagt auch B. Es war ziemlich hart. Ich habe also die ganze Nacht im Studio bei ihm gearbeitet. Morgens Kinder in die Schule. Während sie in der Schule waren, habe ich geschlafen. Und am Nachmittag, als sie nach Hause kamen, war ich da. Familienleben, Kinderabend um 9 wieder ins Bett und wieder ins Studio. Und das ging über 12 Monate. Und es ist ein wunderbares Album entstanden. Und es war einfach so eine Idee von mir, wo ich mir gedacht hatte, ich probiere es ganz einfach mal aus. Ein gutes Gefühl, mal wieder so richtig drin zu sein. Der Unterschied ist, dass vorher bei Michael war, gab es immer erst die Musik und dann entstand der Text. Und dieses Mal habe ich also, was mir aus meiner, habe mir aus der Seele gesprochen, habe meine Texte geschrieben, kam ins Studio und es hat den Jens Gatt so inspiriert, dass wir also teilweise ohne irgendeine Musik habe ich ihm das versucht rüberzubringen, was ich eigentlich damit sagen wollte. Und habe mich in das Mikrofon gestellt ohne Musik und habe ihm eine Melodie vorgesungen. Und so ist das Ganze entstanden. Und es war ein wunderbares Gefühl. Ja, da kann man ja gespannt sein auf die neue Sandra. Süß. Sandra, erzählen Sie uns ein bisschen, wie das ist, auf Ibiza zu leben. Also jetzt haben wir erfahren, wie das in der heißen Phase war, als Sie die CD produziert haben. Aber in all den Jahren vorher, schönes Leben, eher gelassen und locker? Ach, ich weiß nicht. Also ich muss immer sagen, viele glauben immer, man legt den Bauch in die Sonne und liegt nur in der Sonne. Egal, es ist nicht so. Man lebt auf dieser Insel, das ist der einzige und man arbeitet ganz genauso hart, wie man in Deutschland auch hart arbeitet. Der einzige Unterschied ist, dass man mehr Sonnentage hat. Naja, das ist aber wichtig, ne? Auch ja, für die gute Laune. Ja, das ist wichtig, wenn ich morgens aufstehe und die Sonne scheint, ist man einfach ganz anders drauf. Und das war schon immer mein Kindheitstraum. Ich habe keine schöne Kindheit hinter mir. Das wird man auch in meinen Texten hören. Inwiefern? Ja, naja, also ich bin mein querschnittgelähmten Bruder ist auf die Welt gekommen. Der war 2 Jahre älter als ich und ich bin mit ihm also 1,5 Stunden jeden Tag in die Schule gelaufen, ganz, ganz langsam und es war so eiskalt und ich habe mir immer gewünscht, bitte lass mich, lieber Gott, wenn es dich gibt, auch ein Song, den ich meinem Bruder gewidmet habe. Lass mich ganz schnell erwachsen werden. Ich möchte dieses Land verlassen. Ich bin so ein Frierlese. Ich habe so gelitten.
Und ich wohnte auch noch in Saarbrücken auf dem Eschberg. Das heißt also ein ganz steiler Berg. Und zu jeder Jahreszeit muss ich da diesen Berg hochlaufen. Und ich habe mir also, es war immer mein Traum, das Land ganz schnell zu verlassen. Obwohl ich Deutschland liebe, ich komme sehr gern hierher. Ich fühle mich hier zu Hause. Aber es muss nicht unbedingt Saarbrücken sein, da wo ich geboren bin. Also hatte auch Ihre ganze Karriere auch ein bisschen damit zu tun wahrscheinlich. Absolut. Dass Sie weg wollten, raus ja, wollten. Ja, weg, ne? Weg. Ja, auf jeden Fall. Sandra, Sie haben ein für unsere Verhältnisse relativ ausgefallenes Hobby auf Ibiza, Quadfahren. Erklären Sie mal, was das eigentlich genau ist, ein Quad, für die, die es noch nie gehört haben. Ein vierrädriges Motorrad, sagen wir es mal so. Wir sehen es ja gleich auch, also ein ziemlich klotziges Ding. Ja, und meine Kinder haben mir diesen Splin in den Kopf gesetzt, denn sie haben eins seit ihrem 9. Lebensjahr. Und fahren damit übers Grundstück wie die Irren. Und ich habe mich auch daran verliebt. Und ab und zu habe ich Lust, wenn ich einfach mal raus muss aus dem Haus, dann nehme ich mir ein Quad und fahre am Strand entlang, über die Dünen und Jumping und mache, was ich will und brauche einfach frische Luft. Für eine Stunde geht es mir wieder gut für die nächsten 2 Wochen. Ja, ich meine, Sie brauchen ja auch mal ein bisschen frische Luft, wenn Sie die ganze Zeit vor allen Dingen nachts dann auch im Studio stehen. Ja, eben, das braucht man dann auch. Und wie ist das im Sommer, wenn die ganzen Touristen über Ibiza herfahren? Dann nehme ich dann als Ersatz Jetski fahren. Das ist sehr ähnlich. Und man hat doch dieses Klischee von Ibiza, Party von morgens bis abends, immer werden die Nächte durchgemacht. Haben Sie damit irgendwas zu tun? Habe ich überhaupt nichts zu tun, es interessiert mich überhaupt nicht. Wie geht das denn, sich davon so fernzuhalten? Weil ich lieber auf dem Land ganz in Ruhe und ganz alleine lebe und meine Freunde einlade und wir machen Party in meinem Haus. Und nicht umgekehrt oder nicht, dass ich irgendwo in Diskotheken gehe. Ich habe das hinter mir nach 20 Jahren Ibiza. Okay, es gibt immer wieder Freunde, die sagen, ja, meine Tochter ist dabei, ist ein junges Mädchen und würdest du mal mit ihr ins Pascha gehen? Sage ich, okay, gehe ich mit ihr hin, ist kein Problem, mal für eine Stunde. Das kommt vielleicht einmal im Jahr vor, aber ansonsten gehe ich nicht sehr gerne aus. Mhm. Ich habe mein Ausgehen, ist mein Beruf, ich brauche das nicht. Ja. Und davon kann man sich ja jetzt auch mit der neuen CD wieder. 15. Sandra Cretu hat Platz genommen auf einem Quad. Gutes Gefühl, so wie es sich, also ist so ähnlich wie das, was Sie haben? So ähnlich, ja. So ähnlich. Okay, dann werden Sie jetzt also ein kleines Kunststück vorführen. Ich gehe mal ein bisschen zurück, ne? Das ist nämlich gar nicht so ohne, sage ich jetzt nur. Das sah jetzt, Sandra, Sie können ruhig noch mal rüberkommen zu mir. Wir haben noch einen kleinen Moment. Für die, die jetzt denken, dass das einfach ist, sollte man das vielleicht, Sie können sich noch einen Moment hinstellen, sollte man das vielleicht mal erklären, worauf muss man achten? Denn das Studio ist ja nicht so groß. Ne? Also ich würde sagen, bei dieser Maschine, ich habe eine sehr ähnliche, die ich mir ab und zu mal auch miete. Am Strand ist es fantastisch, weil sie hat auch ein bisschen mehr Kubik, wie das, was ich eigentlich gewohnt bin. Und das merkt man natürlich am Gaspedal. Und da muss ich schon 2-3 Mal üben, weil die geht sofort ab. Ja, aber bei der Probe, ja, da waren wir so warm. Wenn also die Schrankranke höher gewesen, hätte jetzt einen richtigen Jump gegeben. Aber ich mag keine Schranken. Ich mag lieber in der Natur zu fahren und dann das zu genießen. Ja, aber es war toll, dass Sie es gemacht haben. Und diese Jacke ist übrigens auch sehr schön. Dankeschön. Wenn ich das mit Kompliment noch mal loswerden darf. Also interessant, Sie kennenzulernen und zu erfahren, was Sie alles so machen. Sie merken sich bitte The Art of Love, ne, kommt am 26. Januar raus. Und morgen haben wir auch Gäste, von denen haben wir nur noch keine Bilder. Das sind nämlich die jungen Tenöre. Falls Sie jetzt gerade Klaus-Maria Brandauer sehen, der sollte eigentlich kommen, der kann aber leider nicht. Aber die jungen Tenöre kommen morgen. So, ich danke Ihnen fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.